Guten Morgen, lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu komme ich dir und ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für deine Geduld. Ich danke dir, dass du weißt, was in jeder braucht, was in jeder erlebt in seinem Leben, Herr. Ich bete, dass du uns helfst. Wir leben in einer Zeit, was viele nicht verstehen. Herr, du weißt alles über uns, du weißt ihr Danke, du weißt, wer dort feilt sich, feilt der Menschen sich feilen, der Familie, du weißt auch, wer die Leuten der Personen sich feilen, Herr. Ich bete, dass du mit ihnen gehst, über uns kämpfst und uns Klarheit gibst im Leben, dass wir die True sind, Herr, im Namen Jesu. Amen. 4. Mose, Kapitel 11, von Vers 10. Da sagte, die israelitischen Familien saßen vor ihren Zelten und klagten. Als Mose das hörte, geriet er außer sich. Und er wusste, dass sie erneut den Zorn des Herrn herausforderten. Warum tust du mir das an? Fragte er den Herrn. Ich bin zwar dein Diener, aber musst du mir wirklich die Verantwortung für dieses ganze Volk aufhalsen? Hast du denn kein Erbarmen mit mir? Bin ich etwa die Mutter dieser Menschen? Habe ich sie zur Welt gebracht? Oder bin ich ihr Pflegevater? Soll ich sie wie ein Säugling auf meinen Armen in das Land tragen, das du ihren Vorfahren versprochen hast? Sie weinen und flehen mich an. Gib uns Fleisch zu essen. Woher soll ich denn Fleisch für Hunderttausende von Menschen nehmen? Ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht mehr länger alleine tragen. Ich halte es nicht mehr aus. So wie seine Mose, der wir um Zusammenbruch, der wir um ein von seinen Kräften gekommen. Der wir unser Druck, nicht gestalt mir diese Zeit für, aus ich diesem Zeit los, dann dachte ich mir so, vielleicht hätte ich zu verletzen mit der Zeit, in der wir leben, wo die Menschen unter so einem Druck sind, wo die leitenden Personen unter so einem großen Druck sind, wo die Familienväter unter großen Druck sind, wo die Gesellschaft in einem großen Druck ist und wo eine große Unzufriedenheit in ihrem Volk ist und das wirklich schwer ist. Und wo einer sich vielleicht selbst vorgefeilt als Leiter, dort einer selbst viel zu kämpfen hat und danach alle andere Ehre lost auf einem Leier. So fällt Mose sich. Mose fällt sich um einen. Ich glaube, hier lässt er mal einfach das Druckventil rüht und sagt Gott, was er fehlt. Gott wisst ja, was er fehlt. Gott wisst, was er braucht. Ich stelle mir so viel, vielleicht war Gott auch in diesem Moment, wo Mose einfach mal sein Hort aufmachen sieht, was er spürt. Er sagt wieder in Vers 16, der Herr antwortete Mose. Also Gott hat die Lösung. Für Gott ist dort, was wir nicht erst können, nicht ein Problem. Er hat nicht die Lösung. Und ein Leben steht, explodieren soll, wie ruhig wurde für Gott. Und bei Gott die Hilfe sieht, wenn es er hat die Hilfe. Er hat nicht die Kontrolle verloren. Gott sagt, ihr sucht unter den ältesten Israel 70 Männer aus. Nimm Leute, die als zuverlässige Anführer des Volkes bekannt sind. Bring sie zum heiligen Zelt und stell dich mit ihnen dort auf. Denn ich will herabkommen und mit dir sprechen. Ich werde etwas von meinem Geist, der auf dir ruht, nehmen und auf sie legen. Sie sollen von nun an die Last mit dir teilen. Du musst die Verantwortung für das Volk nicht mehr alleine tragen. Das schien sehr leicht zu sein. Gott hat eine Lösung.
Gott hat die Lösung. Er will, dass Mose 70 Männer auswählt, was ein gutes Zeugnis hat. Und er will von seinem Geist, von dem Geist, was er auf Mose leicht hat, dem Geist Gottes, will er diese Männer leihen, dass er ihm helfe, dass er die Arbeit mit ihm teilte. Da wird das Problem gelöst. Das schien so einfach zu sein. Das ist von da nach Kreuze gotthafte Lösung. Dort, wo für uns allmählich ist, dort, wo wir allmählich handschrien, dort kann Gott in Kürze schaffen. Weil wir mit unseren Sorgen, mit unseren allmählichen Situationen in Gott kommen, und uns vertrauen auf andere, er hat die Lösung auch von dort. Er kann auch von dort helfen. Weil schein ist dort, wo Gott hier eingerübt. Es schien so leicht. Herr, ich danke dir, dass du dir selbst ja Gott bist. Und ich bete, Herr, dass du auch von dort uns in dieser Zeit helfst. Herr, dass Mose sich da uitreicht, so geht uns dort auch manchmal. Manchmal fehlen wir uns auch so in der Druck. Ganz besonders diese letzte Zeit scheint es, als wenn einer nicht alle Probleme nutzt, um zu lösen. Die Menschen haben so viele Schwierigkeiten. Und dem sind sie auch viele sehr unzufrieden. Kreuz ist hier. Und die Leute kommen in Druck, und die Familienväter kommen in Druck. Die Präsidenten kommen in Druck. Die leitende Personen. Herr, halt dort wie bei dir, weißt du, ich. Du hast doch von dort Menschen reit im Halben. Herr, du hast doch Personen, wo du dein Geist nach Bleie wirst, um dort in der Halb sind für dich, wo du Halb brücke. Und ich bete, dass dein Heiliger Geist immer uns schämt, uns nie Kraft gibt, und uns die Personen, wo die Fall vom Heiligen Geist sind, zu sich stellst. Im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.